dich aufmerksam gemacht hast, so rum. Das nehme ich mal mit. Zur Abwechslung bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon, aber... Wo ist der Vogel? Ah! Ah, cool. Der bleibt sogar gleich am Boden. So ist's fein. Wo hab ich da eben noch einen Feind gesehen? Latsch. Oh, verdammt. Nein! Will der mich verarschen? Ganz ehrlich, der schubst mich da rein zufällig. Genau in die... Ah, das ist doch wohl ein Witz. Komm, das kann nicht dein Ernst sein. Taktische Optionen verfügbar. Ach da. Wow! Wer zur Hölle war denn das jetzt schon wieder? Ach du Scheiße, ey. Ah, C4 wird mitgenommen hier. Nicht mit mir, nicht mit mir. So. Nanokatalysatorpunkte habe ich. Kurz Energie aufladen, dann gehe ich wieder an das Geschütz. Alter, kickt er mich genau da rein, ne? Ich meine, wie hoch ist dafür die Wahrscheinlichkeit, bitte? Ups. Scheiße. Ah, wie die Kackpuns hier nicht hochkommen. Alter, verarschen. Ehrlich nicht. Verdammte Kacke nochmal. Da wäre ich doch fast schon wieder drauf gegangen. Da ist noch so ein... Ach du Scheiße, das ist noch so ein dicker Kollege, was? Tarnfeld aktiviert. Den erledige ich ein bisschen anders. Woo! Schön. Feuerwerk! Juhu! So, nochmal 500. Ja. Ach ja, alter Schwede, das war auch kranker Scheiß. Nein! Was war... Oh, fuck, wie ich... Am Arsch! Oh, jetzt werde ich schon wieder hier ungeduldig. Taktische Optionen verfügbar. Schon unterwegs. So, Nummer 1 ist futsch. Alcatraz, was machen Sie da oben? Sie müssen hierher zurückkommen. Ja, ja, ich kämpfe mich hier gerade übers Dach. Rollt mal nicht rum, weil ich ein bisschen verspätet komme. So. Jetzt aber. Nochmal passiert mir das nicht. Tarnfeld aktiviert. Oh, verdammt. So. Maximale Panzerung.
der sieht mich sowieso nicht wirklich kommen. Oh, jetzt kommt er mal mir entgegen. Wer wagt es? Du, kleine Ratte? Was willst du denn, Vogel? Na los, kipp um, Schlampe. Dann halt so. So, diesmal allerdings wird das etwas anders ablaufen. Ich fall da nicht nochmal runter. Hä? Wo sind die Katalysatorpunkte hin? So. Ah, genau. Das ist so derbe geil gemacht. Oh ja, es geht aufs Finale zu. Im Central Park. Ein paar hundert Meter über der Erde. Geile Sache. Okay. Sechs Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Genau, die Atombombe. Ich hasse es, weggebombt zu werden. Habe ich keinen Nerv drauf. Yay. Oh, klasse. Scheiße. Ah, schicker Explosionsradius. Na dann, Ladebildschirm? Oder nicht? Doch. Dann würde ich... So. Skorpion 1, geht weiter. Skorpion 3. Oh yeah. Meine Güte, sehen Sie sich das an? Ja, das sieht geil aus. Er ganz entspannt hier. Hat schon alles gesehen. Oh cool. Ich habe keinen Hals. Hatte ich zumindest eben nicht. Da, sehen Sie den Speer? Das muss die zentrale Struktur sein. Bringt da. So nah ach, nur 600 Meter. Sie müssen direkt ins Herz der Hauptregulierung für die Sporen. Weil sie drin sind, müsste der Anzug den Rest erledigen. Okay. Glauben Sie wirklich, das wird funktionieren? Na, hoffentlich. Sie das Risiko mit der Atombombe ein? Das ist unser einziger Versuch. Keine Chance, dass wir danach... Na dann. Zum Landen ist der Boden zu instabil. Ja, setz mich hier einfach ab. Störungen sprengen jede Skala. Wollen Sie raus? Näher geht's nicht. Okay. Skorpion 3, setzen Sie ihn ab. Alcatraz, wir beobachten Sie, solange wir können. Viel Glück, Mann. Finde ich nett. Ja. Ist auch besser so. Wir sind immer noch hier. Der Anzug viel steht und ich gebe Ihnen so viel technische Unterstützung, wie ich kann. Aber ich hinke selbst hinterher. Arbeiten Sie sich jetzt erstmal bis zum Speer vor. Wow. Ich gehe Ihnen direkt über die Schulter, Mann. Finde ich nett. Ach, schöner Parkspaziergang hier. Das sieht echt geil aus.
Kann ich hier? Jawohl, kann ich. Yay. Oh Mann. Bisschen. Sehen Sie nur, wie runtergekommen das Ding ist. Alcatraz, hören Sie. Das ganze Gestein hängt nur von der Struktur des Lito-Schiffs runter. Es ist völlig instabil. Könnte sich jederzeit lösen. Müssen etwa so? Da, sehen Sie, was ich meine? Ich glaube, ja. So in etwa. Oh Mann. So, dann treten wir mal ein paar Aliens in den Arsch, was? Oh, guck dir den da an. Tarnfeld aktiviert. Ah, verprügel ich ihn so. Nee, 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 nee. Ohne mich. So, hier drüben. Wo geht's denn hier weiter? Ah. Okay, taktische Option. Ich würde mal sagen. Alter, ich kann da kaum was erkennen. Grün auf grün. Kommt immer gut. So geht's einigermaßen. So geht's sogar richtig gut. Jawohl. Ich glaube, das waren alle. C4, auf jeden Fall ganz wichtig. Munition markiere ich mir auch mal direkt. Raketenwerfer. Immer her damit. Da unten ist noch C4. Und Muni. Gleich mal alles markieren hier. Was ist das? Flankieren. Hm. Ich bevorzuge die direkte Methode. Maximale Panzerung. Erstmal eine Granate. Tarnfeld aktiviert. So, die Raketenwerfer nehme ich hier mal mit. Meine. Eine anständige Waffe. Darf natürlich auch nicht fehlen. So. Tarnfeld aktiviert. Auf 30 Sekunden sehe ich Sie. Sie sind überall. Alcatraz, hören Sie mir zu. Wachhilfspioniere sind gestern in den Tarnfeld geflohen, bevor sie zurückgeschlagen wurden. Aha. Die Zelle hat hier auch eine Evakuierungsbasis. Suchen Sie nach Munitionslager. Sie brauchen so viel. Friss das! Alter, ihr kleinen Scheißer, was soll das? Hört auf, mich zu nerven. Ah, da sind sie. Wow. Ah, der Dicke kann mir hier zum Glück nichts anhaben. Hallo? Alter, wieso verzieht die denn so heftig? Na? Na? Meine Fresse nochmal. Hier. Alter, das war... Verrecke! Kleine Pissnake. So, da haben wir ja den Decken. Der kriegt jetzt erstmal ein paar Raketen in die Fresse geballert. Oh ja. Die letzte bewahre ich mir mal noch auf. So, oh, C4. Oh, C4 voll. So, 5 sind noch übrig. Ich kann nicht zählen. Tarnfeld aktiviert. Oh. Das ist natürlich blöd gelaufen. Scheiße, ist damit einmal ein Loch, ey.